Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, schon wieder eine Pyramide. Und ich hatte eigentlich gar nicht geplant, ein Video zu machen. Aber dann dachte ich mir, komm, ich filme das jetzt doch. Sonst ärgere ich mich nachher. Also muss ich euch natürlich jetzt erstmal erzählen, was bisher geschah. Ich habe mir ein bisschen B50 angerührt. Und zwar 120 Gramm. Und habe dort ein ganz kleines bisschen von dem Dippon Cosmic Crush Color Shift Pearl reingemischt. Das ist, das schimmert so ein bisschen grünlich-rötlich und eine Mini-Mini-Menge von dem Luxury Ghost Wine Pearl. Auch das schimmert so ein bisschen rötlich. Aber wie gesagt, jeweils nur eine Mini-Menge. Ich möchte das Harz gar nicht einfärben, ich möchte nur einen leichten Schimmer machen. So, dann habe ich die Spitze aufgegossen, wieder mit einem Schaschlikspieß schön in der Ecke rumgeprökelt, damit die Luft da rauskommt und habe dann festgestellt, dass 120 Gramm viel zu viel sind. Also wenn ihr eine große Pyramide machen wollt und ihr wollt eigentlich nur die Spitze so mit circa 5 cm, ich kann es nicht ganz genau sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es sogar, 6 cm gießen wollt, dann braucht ihr circa 60 Gramm Harz. Und ich habe natürlich viel zu viel gemacht, deswegen war ich jetzt ein bisschen am Überlegen. Dann habe ich eine kleine getrocknete Blume eingegossen, die ist noch nicht mit Harz getränkt. Die hat auch, wie ich gerade sehe, ein Blatt verloren, das muss ich rausholen. Da muss ich gleich mit einer Pinzette einmal dran. Ne, da habe ich es schon. Da ist es, da hat sie ein Blatt verloren. Ja, habe die so ein bisschen quasi runtergedrückt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, die spiegelt sich da drin aber nur. Mache gerade die drei kleinen verlorenen Krümmel raus. Ich hole mir gleich eine Pinzette, glaube ich. Und jetzt bin ich am Überlegen, was ich mit meinem übrigen Harz mache. Ich will nicht schon wieder irgendein Förmchen gießen. Ich bin ja nicht so ganz der Freund von diesen ganzen Förmchen und finde das immer ein bisschen blöd. Wenn ich aber Harz über habe, ist es natürlich ärgerlich, das eintrocknen zu lassen. Also muss ich jetzt mal gerade überlegen, was ich tue. Auf jeden Fall wollte ich die Pyramide anders gießen als sonst. Ich habe was ganz Besonderes vor. Also guckt euch das Video bis zum Ende an, auch wenn der Anfang jetzt etwas chaotisch war. Und ja, ich lasse mir was einfallen für meine locker noch 60 Gramm Harz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Not macht erfinderisch. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich habe jetzt mein Silikonförmchen, was ich eigentlich reinstellen wollte, habe ich jetzt an zwei Rührstäben mit UV-Kleber festgeklebt, habe meine Flasche von Dippon, mein Alkohol-Ink, reingestellt zum Beschweren, damit mir das nicht hin und her flackert. Und ja, jetzt werde ich das restliche Harz einfach reingießen. Und dann ist für heute sowieso erstmal wieder Schluss, weil ihr wisst ja, das B50 dauert eine ganze Zeit lang, bis es aushärtet, bis wir dann die nächste Schicht machen können. Also rein damit und dann müssen wir abwarten. Und das nächste Mal verspreche ich euch ein Video, wo ich mir vorher einen Plan gemacht habe, was ich alles tun will. So, das haben wir drin. Ich überlege noch ein bisschen, ob ich es so lasse und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit das Ganze nicht zu langweilig wird, weil die Schicht ja doch jetzt zwischen Blume und, naja, der nächsten Schicht, die gegossen werden kann, doch schon wieder ein paar Zentimeter betragen, habe ich mir überlegt, ich mache noch ein paar kleine Blütenblätter rein. Ich habe hier noch so kleine getrocknete. Ich möchte eine Blumenpyramide machen. Jetzt hoffe ich nur, weil die sind sehr geknickt und gequetscht und nicht mehr so schön, dass die sich im Harz hoffentlich ein bisschen entfalten und nicht ganz so drösch bleiben. Wir gucken mal. Ich tunke die jetzt mit einer Pinzette mal hier rein. So, ich glaube, das war der erste Streich. Ich hatte trotzdem noch eine Idee. Ich bringe die schon ein. Ich möchte nämlich an der Seite auch Blumen haben und habe mir jetzt gerade überlegt, wenn ich die einsetze, bin ich zu weit oben. Deswegen setze ich die jetzt tatsächlich mit der Spitze schon mal rein, dass die fixiert sind. Die kommen an die Seite.
Jetzt aber. Jetzt bleibt es so und jetzt sehen wir uns dann wieder, wenn das ausgehärtet ist. Es geht in die nächste Runde. Ich habe mir wieder 120 Gramm Harz angemischt, was ich jetzt erstmal wieder reingieße. Leider hatte sich tatsächlich meine Silikonform, meine Superkonstruktion, ein bisschen gelöst. Der Becher stand etwas schief, dementsprechend musste ich alles nochmal ein bisschen ausrichten. Ist manchmal ein bisschen Frickelarbeit, aber es funktioniert. Gut, also Harz rein und seht selbst, ein paar Dekoblumen noch wieder genommen, reingelegt und jetzt heißt es danach natürlich wieder warten, bis wir dann die nächste Schicht gießen können. Die Pyramide geht in die nächste Runde. Was ich gestern noch gemacht habe, gestern Abend, das habe ich aber nicht mehr gefilmt, ich habe noch eine Schicht Harz eingebracht. Ich habe immer 120 Gramm ungefähr angerührt und die letzte Schicht, weil die Pyramide immer breiter wird, waren 150 Gramm und habe noch ein paar Blüten reingelegt. Ich habe jetzt meine Halterung entfernt. Die Blütenstiele habe ich, wie ihr sehen könnt, abgebrochen. So sieht das Ganze jetzt aus. Was ich gleich noch einmal kurz mache, ist, bevor ich gieße, das Förmchen hier sauber machen. Da sind noch Klebereste dran, die wollte ich gerade noch entfernen.
Aber da das Harz ja noch ein bisschen entlüften darf, wollte ich euch das schon mal zeigen. Ich habe mir jetzt 225 Gramm angerührt und ich wollte jetzt das Rose Copper Pearl als Pigment einrühren. Und die letzte Schicht mache ich Kupfer mit der Farbpaste in Kupfer. Die zeige ich euch mal gerade. Das ist dann die Farbpaste, die wir zum Schluss nehmen. Aber erstmal diese Schicht. So, ich werde jetzt erstmal vorsichtig ein bisschen einrühren. Die Pigmente sind immer sehr, sehr stark. Also ruhig immer etwas weniger zuerst. Nachlegen kann man immer. Also hier kann definitiv noch was rein, aber wir rühren erstmal. So, fertig. Das ist alles soweit sauber. Die Silikonform hat natürlich unter dem Kleber gelitten, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, hier blubbert es fleißig drin. Da steigen immer mehr Blasen auf. Und ich würde sagen, jetzt gießen wir diese Schicht und dann darf die natürlich wieder bis morgen aushärten. Und dann kommt die finale Schicht. Diese Pyramide war tatsächlich wesentlich aufwendiger als die anderen, die ich bisher gemacht habe, wo ich mehr oder weniger einen Guss machen konnte. Die Becher lasse ich übrigens immer einfach stehen und lasse die austrocknen und dann kann ich die wiederverwenden. Den hatte ich auch schon mal in Betrieb gehabt hier, da habe ich allerdings nur Klares angerührt. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Farbe drin, das ist aber nicht schlimm. Ich versuche die Becher so oft wie es geht zu benutzen. Bei den Pappbechern ist das immer so eine Sache, da zieht das Harz tatsächlich immer etwas durch. Bei den Plastikbechern ist es gar kein Problem. So, ich kratze den so ein bisschen aus, ich hatte vorher sehr, sehr gut gerührt und alles. Das passt. Gut, ich würde sagen, wir sind soweit. Das lassen wir stehen. Das Stäbchen wische ich direkt ab, dann kann ich es direkt wiederverwenden. Ich habe tatsächlich festgestellt, bei einigen Stäbchen habe ich es vergessen abzuwischen. Da hat man dann so unschöne Reste drauf. Man kann sie zwar wiederverwenden, aber die sind nicht mehr ganz so schön glatt. Deswegen versuche ich immer daran zu denken, die sofort sauber zu machen. Dann kann ich sie sofort wieder benutzen. Juti, das war es auch schon für jetzt. Es geht ja immer sehr, sehr schnell. Was ich jetzt gerade noch mache, ich stelle meine Pyramide wieder hier auf mein Förmchen, auf meinen Zeber. Der Tisch ist nicht ganz in Waage. Deswegen musste ich das ja so machen. Ich lasse das im Moment stehen, gehe einmal ganz kurz mit dem Heißluftföhn dran. Nur um die Bläschen oben zu entfernen. Ja, und dann warten wir wieder ab bis morgen und dann machen wir die letzte Schicht. Meine Pyramide ist fertig. Ich habe noch eine letzte Schicht gegossen gehabt, gestern Abend schnell, da hatte ich meine Kamera nicht da. Dafür habe ich die Pigmentpaste in Kupfer genommen. Und jetzt kommt eigentlich der sehr, sehr spannende Moment. Jetzt müssen wir nämlich erstmal die Silikonform entfernen hier drin und dann können wir entformen, denn ausgehärtet ist sie. Dann wollen wir mal loslegen.
Was jetzt noch folgt, ist die Lichterkette. Was man definitiv noch machen sollte, aber ich mache es jetzt, weil ich es euch fertig zeigen möchte, einmal die Ränder hier von dem Silikonrand einmal abschleifen. Die sind natürlich momentan sehr scharf. Da am besten einmal drüber schleifen, dann die Lichterkette rein. Und dann kann man sich noch aus einem Stück Plexiglas oder so einen kleinen Deckel bauen, den festschrauben, vier Füße drunter und dann steht die. Und wenn man jetzt möchte, ich habe jetzt nur diese Lichterkette mit Batterie zum Ein- und Ausschalten. Es gibt aber auch Lichterketten mit einer kleinen Fernbedienung. Dann kann man die nämlich komplett hier drin jetzt versenken, hinstellen. Wir machen das natürlich jetzt erstmal provisorisch so, weil ich euch natürlich das fertige Ergebnis zeigen möchte. Also mir gefällt die Pyramide richtig gut. So sieht sie aus. Also ich bin sehr positiv überrascht. Hat funktioniert, würde ich sagen.